Herzlich willkommen bei unserem neuen Video der Gutwetterfabrik. Dieses Mal möchten wir über das Team Bela Gartenhaus sprechen und euch versuchen, alle Features näher zu bringen. Hierzu haben wir externe Daten für euch analysiert und Expertenmeinungen ausgewertet. Heute geht es um das Team Bela Gartenhaus. Wir schauen regelmäßig für euch, wo ihr ein Produkt wie dieses möglichst günstig kaufen könnt. Entsprechend haben wir unter dem Video in der Infobox das aktuellste Angebot für euch reingepackt. Schaut doch deshalb gerne mal rein, wenn ihr möglicherweise ein wenig sparen wollt. Alternativ findet ihr dort auch zusammenfassend ein paar Infos, falls euch das Video zu lang sein sollte. Das Gartenhaus von Team Bela erfreut sich zurzeit besonderer Beliebtheit. Grund dafür sind nicht nur die günstigen Preise, sondern auch die hohe Qualität, die die Häuser auszeichnet. Um das richtige Team Bela Gartenhausmodell zu finden, sollte man allerdings genau die Eigenschaften des jeweiligen Modells kennen und miteinander vergleichen. Team Bela Gartenhäuser zeichnen sich durch eine besonders hohe Qualität aus. Gefertigt werden die Gartenhäuser von Team Bela aus naturbelassenem Holz und werden aufwendig verarbeitet. Außerdem verfügen sie durch eine wertige Verzinkung der Metallteile über einen besonders hohen Schutz vor Korrosion. Die verbaute Dachrinne sorgt überdies dafür, dass Regenwasser vom Dach abgeleitet wird. Weiterhin weiß das Team Bela Gartenhaus in Sachen Stabilität zu überzeugen, sodass es auch stärkerem Wind und Wetter trotzt und nicht umkippt. Darüber hinaus kann es durch seine optisch ansprechende Gestaltung punkten, sowie seinen unkomplizierten Aufbau. Dazu haben wir dir in der Infobox eine günstige Option verlinkt, sowie Bewertungen von anderen Kunden, die von ihren Erfahrungen berichtet haben. Worauf sollte man beim Kauf eines Team Bela Gartenhaus achten? Wichtig beim Kauf eines Team Bela Gartenhaus ist, dass man auf die Größe achten sollte. Möchte man in seinem Team Bela Gartenhaus entspannen, so bietet es sich an, ein größeres anzuschaffen. Die Stabilität ist ein wichtiges Kaufkriterium für ein Team Bela Gartenhaus. Besonders beim Aufstellen sollte auf eine gute Stabilität geachtet werden. Denn ein instabiles Gartenhaus kann bei Wind und Wetter schnell umkippen. Das Team Bela Gartenhaus sollte daher möglichst stabil gebaut sein und einen guten Stand haben. Ein Team Bela Gartenhaus kann in verschiedenen Designs erworben werden. So ist es zum Beispiel möglich, ein Modell in verschiedensten Farben zu erwerben, sodass Sie Ihr Gartenhaus individuell an Ihren Geschmack anpassen können. Beim Kauf eines Team Bela Gartenhauses sollte auf die Qualität geachtet werden, denn diese ist entscheidend für die Langlebigkeit des Gartenhauses. Die Preise variieren je nach Größe, Qualität und Ausstattung. Günstige Modelle gibt es bereits ab etwa 1000 Euro. Für hochwertigere und individuellere Gartenhäuser kann man allerdings auch mehrere tausend Euro ausgeben. Und das war's auch schon mit unserem Video zum Team Bela Gartenhaus. Ich hoffe, wir konnten euch bei eurer Entscheidung weiterhelfen. Lasst uns dann gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft keines unserer Videos mehr zu verpassen. Gerne könnt ihr auch eure Erfahrungen und Meinungen in die Kommentare reinschreiben. Und hiermit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Eure Gutwetterfabrik.